Moin, moin, Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer ganz anderen Folge hier auf Griefer Games als sonst. Und zwar stehe ich hier heute mal im Hub. Das habt ihr wahrscheinlich schon erkannt. Da vorne steht Willkommen auf Griefer Games. Da ist die Auswahl der einzelnen Spielmodi. Und warte mal, Spielmodi? Was sind das eigentlich, diese Spielmodi? Genau darauf wollen wir heute mal kurz eingehen. Und zwar habe ich mir gedacht, viele, viele von euch spielen tagtäglich auf Griefer Games, haben sich aber noch nie mit was anderem beschäftigt als dem normalen City Build. Die meisten joinen hier, laufen dann nach vorne, klicken hier schnell auf City Build, damit sie ins Portal kommen und ihrem Spiel frönen können. Aber was ist denn eigentlich hier und auf der anderen Seite alles noch zu finden? Ja, ich dachte mir, wir gehen mal ganz kurz darauf ein. Wir schauen als erstes mal hier in City Build Zero. Jetzt haben wir hier City Build, hier City Build Zero. Wir kennen City Build 1 bis 22, aber was ist denn mit City Build Zero los? Wofür ist das eigentlich da? Wofür braucht man das? Gehen wir mal rein. Das hier ist City Build Zero und City Build Zero ist im Prinzip ein von Admins gar nicht mehr wirklich groß betreuter City Build Server. Ähnlich wie City Build 1 bis 22. Man kann hier im Prinzip alles genauso machen. Man kann /p-auto sich ein Grundstück holen. Hat man hier ein Grundstück. Übrigens, die Straßen sehen hier sehr cool aus, finde ich, mit den Dächern drüber. Vielleicht sind die Säulen ein bisschen extrem breit, aber sieht trotzdem cool aus. Und die Straßen sind noch recht schmal hier. Aber man kriegt so ein Grundstück, man kann dann hier bauen. Ja, man kann auch /ph, das ist mal ein anderes Grundstück, oder /ph2 ist das Grundstück, das wir uns gerade geholt haben. Dann kann man ganz normal bauen, auch /warp-farm-welt geht hier ganz normal. Also das ist im Prinzip ein komplett normaler City-Build-Server, nur dass nicht alles mehr so hundertprozentig funktioniert und dass auch, nicht alle Befehle hier funktionieren und auch nicht zu vergessen, er hat nichts mit dem anderen City-Build-Netzwerk zu tun. Das heißt, ihr habt hier, ihr seht es an meinem Kontostand, ihr habt hier nicht das Geld von eurem anderen City-Build und wer sagt, hey, an sich finde ich das cool, da ist nicht viel los, da sind gerade mal 5 Leute online, ja, da kann man auch spielen in Ruhe, da kann man vielleicht auch nur Redstone bauen, weil da nichts los ist, muss ich euch ein bisschen enttäuschen, ihr könnt nicht einfach eure Sacken packen und sagen, hey, ich nehme jetzt alles von CB16 mit auf City Build Zero und spiele ab sofort dort. Da habe ich meine Ruhe und kann machen, was ich will. Ist nicht ganz so einfach. Machen könnt ihr das. Ihr könnt umziehen, ihr könnt da hingehen, ihr könnt hier spielen, ihr könnt hier alles machen. Müsst aber damit leben, dass eben viele aktuelle Funktionen nicht hier sind. Zum Beispiel könnt ihr auch das hier nicht machen. Warp Orbs gibt es nicht. Warum? Hier gibt es gar keinen Orbs. Es gibt auf City Build Zero keine Orbs. Neueste Erfindung gibt es nicht. Viele Items gibt es hier nicht. Viele Befehle gibt es hier nicht. Moderne Case-Openings mit tollen Sachen gibt es hier in der Form nicht. Also City Build Zero ist letztlich wirklich ein ganz einfaches, altes City-Build, das nicht mehr groß betreut wird, was man aber, wenn es einem Spaß macht, spielen kann. Was haben wir denn noch so im Angebot? Gestrandet. Das ist ein abgefahrener Spielmodi. Hier auch cool mit der Taucherbrille drauf. Und zwar habt ihr hier bei Gestrandet, hier sieht man erstmal ein schönes Beispiel, wie man einen Koppelgenerator erstellt. Und dann ist hier auch direkt die Anleitung. Ja, wie geht was? /is, um zu der Insel zu kommen. /is, um eine neue Insel zu bekommen. Dann haben wir noch /isgo, um auf seine Insel zu kommen. ISCP, ISLevel, ISTop, ISSetHome, ISLeave, ISAccept. Ihr seht schon, das sind ganz andere Befehle als auf dem City-Build. Und was ist der Sinn der Sache hier? Ich weiß es nicht so genau. Holen wir uns nochmal schnell eine Insel. /is und wir wollen Temple. If you find you find yourself on a desert island with a hidden secret. Wir finden uns selbst auf einem Wüstenstück, eine Wüsteninsel mit einem Geheimnis, mit einem versteckten. Oder Challenging Starter Island. Ah, the original. Okay, also hier kann man auf eine Standardinsel kommen und hier kann man auf eine kleine Wüsteninsel mit einem versteckten Geheimnis kommen. Wir machen das einfach mal. Wir gehen mal auf die Insel und das ist jetzt unsere Insel. Und deswegen genau heißt dieses City Build auch gestrandet oder dieser Server, nicht dieses City Build, dieser Server ist gestrandet, weil wir jetzt hier Acid Island, Acid Island. Water is acid, beware. Das Wasser ist Säure. Ernsthaft. Alles klar. Also aufpassen, das Wasser ist Säure und ansonsten ist das jetzt hier eure Insel und die gilt es immer weiter auszubauen. Ich weiß nicht, wer letztens den Draft-Stream gesehen hat. Da waren wir auf der kleinen Plattform, sind übers Meer geschippert, die musstet ihr immer weiter ausbauen. So ähnlich ist das hier, nur dass ihr halt keine Plattform habt, mit der ihr vorwärts kommt, sondern dass ihr hier auf einer Insel seid. Und jetzt können wir hier einen Block zum Beispiel abbauen. Der gehört jetzt mir und dann kann man sich unter die Erde buddeln. Müsst aber aufpassen, ganz schnell hat man das Problem, wie ich jetzt, dass man sonst nicht mehr rauskommt. Und sobald ihr hier ins Wasser geht, ja, das zeige ich euch auch mal.
Das ist kein Spaß, dass das Wassersäure ist, denn sobald ich hier reingehe, bin ich tot. Ich werde nicht verletzt oder ähnliches, sondern ich bin einfach auf der Stelle tot. Ja, und dann join ich wieder auf meine Insel und kann von vorne anfangen. So einfach ist das. Na, und so baut man sich hier vorwärts und vorwärts und erarbeitet sich die einzelnen Items, die man so braucht. Und schaut, dass man eben seine Insel ausbaut und vergrößert und ausbaut und vergrößert. Eigentlich ein sehr geiler Spielmodi, der sehr, sehr wenig benutzt wird. Ihr seht gerade 5 von 50 Spielern online. Aber ich habe das mal ganz am Anfang zu meiner Zeit auf Griefer Games habe ich das mal ausprobiert, so 2-3 Tage lang. Und es macht schon Spaß. Und man kriegt auch viel mehr hin, als man vermutet, wenn man diesen kleinen Fleck Sandinsel sieht. Also von daher, wer gestrandet mal ausprobieren will, kann gerne da reinschauen. Wer sich wundert, dass ich nicht noch mehr Informationen gebe, dieses Video dient nicht dazu, dass ich jedes einzelne Spielmodi richtig vorstelle, komplett. Ja, das dient einfach schlicht dazu, dass ihr mal seht, was ist denn da eigentlich dahinter, ohne dass ihr es selbst ablaufen müsst. Und wenn ihr da viel Bock drauf habt und ich soll mal so einen Tag auf jedem dieser Spielmodi verbringen und soll euch mal zeigen, wie es funktioniert, soll ich mal reinarbeiten, soll ich die Befehle mal zeigen, soll ich zeigen, wie man ein bisschen Fortschritt macht, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare unter das Video. Und wenn da genug Kommentare zusammenkommen, dann überlege ich mir das daraus eine kleine Videoreihe zu machen. Aber das liegt ganz bei euch, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. So, Event-Server, da kann ich jetzt draufklicken, da passiert nichts. Klar, da kommt man nur drauf, wenn ein Event ist. Das ist aber der gleiche Event-Server, auf den ihr kommt, wenn ihr im Portal in den Event-Server geht. City-Build brauche ich euch nicht erklären, da seid ihr täglich. Dann gibt es hier Creative oder Kreativ. Und Kreativ ist natürlich der Hammer, das hatten wir letztens auch schon im Stream. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr noch ein Bau-Event hier auf Kreativ machen. Und ihr seht schon direkt, man kann hier fliegen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Und wenn man jetzt zu seinem Grundstück geht und gibt hier /GM1, nämlich Game Mode 1 ein. Hoppa. GM1. Dann habe ich hier Zugriff auf alle Materialien. Ja, das heißt, hier kann ich mich durchblättern. Ich kann aber auch sagen, oh, ich brauche jetzt alles, was mit Essen zu tun hat, weil ich Hunger habe. Was Quatsch ist im Kreativ, aber ist egal. Dann habe ich hier alles, was Essen ist. Wenn ich sage, ich brauche alles, was Redstone ist, dann habe ich hier alles, was Redstone ist. Ja, alles, was Baumaterial ist, habe ich hier. Und dann kann ich mir das beliebig hier runter ins Inventar schmeißen, was ich brauche zum Bauen. So, dann nehme ich mir das alles da raus. Und wenn ich dann gebaut habe, zack, 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 und denke mir, oh ja, jetzt habe ich ja nur noch Müll im Inventar. Ja, dann machen wir es uns auch nicht so schwer. Dann machen wir wieder Game Mode 1 und machen einfach hier Clear Inventory. Und haben wieder ein leeres Inventar. Ist ja auch egal, wir müssen das Zeug nicht erfahren, wir müssen das Zeug nicht kaufen, wir müssen das Zeug nicht sonst in irgendeiner Form verarbeiten, sondern wir nehmen es einfach da raus, können es verarbeiten oder können bauen. Und das war's. Und das Schöne ist in Creative, vielleicht erkennt ihr das schon, die Plots sind größer als auf City Build. Und zwar ein ganzes Stück größer. Das heißt, einer der Gründe, warum ich hier überlege, Bau-Event zu machen, ist einfach, dass die Fläche größer ist, dass man also mehr unterbringt auf einem Plot. Zweitens, dass jeder die gleichen Materialien zur Verfügung hat, unabhängig davon, wie viel Geld er schon mitbringt. Das heißt, die Fairness ist einfach gegeben, die Chancen sind gleicher. Ja, wenn einer schon 3 Millionen Beacons hat und $40.000 pro Quadratmeter Fläche hier ausgeben kann, dann kann der meistens schon krassere Sachen bauen, als jemand, der vielleicht gerade angefangen hat als Spieler und für den selbst Holz eine teure Angelegenheit ist. Von daher, sehr, sehr coole Sache. Auch wenn ihr mal was vorbauen wollt, dann vielleicht eine Schematica davon ziehen und dann mit rübernehmen, könnt ihr hier alles ganz bequem machen und seid trotzdem auf Prefer Games unterwegs. Und die Spielzeit wird euch angerechnet, das heißt, auch hier ein kleiner Vorteil, wenn es mal wieder Kisten für Spielzeit gibt oder sowas. So, wir gehen zurück in den Hub, nicht ins Portal. Und dann sehen wir hier Skyblock. Und ihr erinnert euch vielleicht, Full HD hat eine Zeit lang ziemlich Werbung gemacht für Skyblock. Wookie war da, glaube ich, auch mit dabei. Make Skyblock Great Again. Da war der große Wunsch, Skyblock wieder groß zu machen und wieder mehr Spieler hinzuführen und vor allen Dingen auch mehr Akzeptanz bei der Administration zu kriegen, dass das hier ein beliebter Spiel ist und ein beliebter Spielmodus ist. Und das Ganze, ja, wir haben jetzt 17 Spieler hier drauf, hat wohl nur bedingt geklappt, sage ich mal. Da steht's, Make Skyblock Great Again. Und hier habt ihr gleich die Befehle, die bei Skyblock wichtig sind, nämlich ISCP, öffnet das Inselguy, ISLevel und so weiter und so fort. So, und wenn wir jetzt gleich ISCP mal eingeben, upsala, Leerzeichen rein. So, dann habt ihr hier ganz, ganz viele weitere Unterpunkte und hier kann man Go to your Island machen. Jetzt habe ich noch kein Island. Jetzt wundert ihr euch, Island, Island? Wir hatten doch eben schon die Inseln. Was soll ich denn jetzt mit einem neuen Island? Ja, das ist richtig. Wir müssen uns erstmal eins beschaffen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das war hier. Open me, go to your island, challenges, top 10 list. Ach, wie war das denn? Wie bekommt man denn hier gleich nochmal? Da. /ES. So, dann habt ihr die Wahl. Original,
Island Duo, zwei nahe Inseln für doppelter Spaß und Black Diamonds für Experten. Oh, ich glaube, wir nehmen eine normale. Und nun habe ich meine Skyblock-Insel. Ja, und schon sind wir an dem Punkt, so ähnlich wie das bei Stranded ist, wo man gestrandet ist mit einem Meer und das Wasser ist Säure und man stirbt. So ist es hier, wenn man einfach von seiner Insel fällt. Dann war's das. Goodbye. Und nun stirbt man. Also, gleiches Thema. Allerdings, bei dem einen sind wir im Meer und bei dem anderen sind wir eben in der Luft, hoch am Himmel. Und das Schöne ist, hier hat man schon so ein paar Rohstoffe vorgegeben, hat schon einen Cobblespawner hier quasi vorgebaut. Und so ein paar Rohstoffe sind schon da. Und ja, damit muss man halt jetzt klarkommen. Hier hat man noch Rüstung und so ein bisschen Sachen. Da muss man jetzt klarkommen und muss sich hier seine Insel aufbauen, immer weiter bauen, größer bauen und ähnliches. Und hier gibt es tatsächlich auch Top-Listen mit coolen Inseln. Also auch diese Spielmodi hat was für sich. Ja, es ist nicht so extrem mit der Interaktion wie auf City Build und mit Wirtschaft groß und allem drum und dran, aber es ist natürlich trotzdem schon ganz cool, hier sich eine große Insel nach und nach aufzubauen. So. / Hub. Dann bleibt eigentlich nur noch eins und das ist hier drüben der Hardcore. Tja, was ist denn Hardcore jetzt schon wieder bitte? Gehen wir mal rein. Ihr seht schon, oder ihr könnt es schon ahnen, wenn wir hier langlaufen, das sieht ein bisschen aus wie die Farmwelt. Hardcore ist nichts anderes. Gut, der Spawnbereich ist geschützt, das darf man nicht vergessen. Ja, also hier kann ich nichts abbauen. Aber letztlich ist Hardcore sowas wie ein Standard-Minecraft. Ja, also ihr könnt hier ganz normal Minecraft spielen, so wie man es einfach kennt. Und genau, wird regelmäßig resettet und ansonsten baut ihr hier einfach ganz regulär Minecraft. Ohne irgendwelche großen Zusatzmodi, ohne irgendwelchen Perks oder Gedöns oder mit irgendwelchen besonderem Schutz oder ähnlichem. Nein, hier gibt es Tag-Nacht. Ihr baut ab, ihr baut auf und ja, irgendwann, wenn ihr Pech habt und verhungert, dann sterbt ihr einfach. Oder wenn ihr irgendwie Mist macht, dann sterbt ihr einfach. Oder wenn euch jemand überfällt und abschlachtet, dann sterbt ihr einfach. Oder wenn euch vielleicht ein Creeper in die Luft springt, passiert gar nichts. Warum? Darum. Wir sind hier noch im Spawn-Bereich. Aber an sich hätte er mich töten müssen, ja, wenn ich raus gewesen wäre. Ja, all die modernen Dinge funktionieren hier auch nicht. Wie gesagt, das ist einfach Standard-Minecraft. Und auch eine echt lustige Sache, wenn man da gerade mal Bock drauf hat und die Schnauze von City Build voll hat, weil man gerade gescampt wurde oder weil man gerade, keine Ahnung, aus Versehen sein Haus in die Luft gejagt hat oder irgendwas, dann kann man vielleicht auch einfach mal hier rüberkommen und einfach ein bisschen Hardcore spielen. Ja, sich wieder abregen. Das ist gar nicht so verkehrt. So, und dann sind wir schon wieder hier und in der Mitte natürlich unser gutes, altes, klassisches City Build. Wenn ihr das gut findet, wenn euch das interessiert und ihr sagt, hey, Ruh, spiel doch mal eine Runde auf Skyblock, auf Stranded, was auch immer, dann schreibt es in die Kommentare, dann überlege ich mir das. Wenn es genug Leute wollen, wie gesagt, dann mache ich da gerne ein paar Videos draus. Und wenn ihr sagt, nö, interessiert uns eigentlich gar nicht, dann, ja, dann nicht, dann schreibt einfach nur in die Kommentare, schöne Vorstellung, mehr braucht man nicht. Ja, das ist auch gut. Und vergesst nicht das Like unter dem Video. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist das jetzt eine sehr gute Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken. Haut rein, ihr Lieben. Bis dann. Ich bin raus, euer Rouge83. Ciao.